So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Für diese Folge habe ich mir vorgenommen, den Raum unten fertig zu machen. Und falls wir noch mehr schaffen, werden wir, ich würde sagen, unten unser Tunnelsystem erweitern. Auf die letzte Frage, die ich gestellt habe, bezüglich der Minecraft-Frage des Tages, habe ich leider nur eine Antwort gekriegt, war aber auch nun eine etwas schwierigere Frage. Deswegen, naja, nicht deswegen, aber ich würde trotzdem gerne nochmal eine Frage, die etwas mehr, nun ja, mir fällt das Wort nicht ein, egal, etwas mehr beansprucht von euch als nur ein simples Wort oder zwei. Und zwar hätte ich gerne eure Top 5 der Filme von 2010. Also die Filme, die euch am besten gefallen haben 2010. Für mich wären das folgende. Auf Platz 5 wäre da Red, der Film mit Bruce Willis, Morgan Freeman, wenn ich mich nicht irre, und John Malkovich. War sehr guter Film, also hatte einen schönen Humor, meiner Meinung nach. Andere fanden ihn nicht so gut, den Humor des Films. Ich fand ihn aber sehr gut. John Malkovich als durchgeknallter und paranoider Geheimagent hat mir sehr gut gefallen. Musste ich ein paar Mal drüber lachen mit seinem Schweinchen. Auf Platz 4 wäre Book of Eli. Hat mich einfach nur derbst an Fallout erinnert. War sehr schön mit Denzel Washington. Sehr guter Film, hat mir gut gefallen. Auf Platz 3 war Iron Man 2. Ja, was soll man dazu sagen? Einfach guter Actionfilm. War aber auch ein Sommerfilm, von daher, Sommer laufen immer die besten Filme. Wenn man sich ein bisschen mit Kino auskennt, dann weiß man das. Und ich habe gerade so wenig Frames. So. Dann, halt mit Robert Downey Jr., auch einer meiner Lieblingsschauspieler eigentlich, sowie Nicolas Cage. Dann Platz 2, was die meisten von euch wahrscheinlich auf Platz 1 vermutet hätten, weil das war wirklich einer der besten Filme des Jahres, wenn nicht sogar der beste Film, ist Inception. Inception mit Leonardo DiCaprio. Sehr schöner Film. Vor allem spannend, actionreich, alles dabei, was dabei, gute Dialoge, alles dabei. Naja, und Platz 1 ist bei mir Kick-Ass, weil ich fand den Film einfach sehr gut, die Idee war gut, die Schauspieler haben mir auch gefallen, Nicolas Cage, Aaron, naja, doch, Aaron Johnson heißt er, glaube ich, und die 14-Jährige, oder 13 ist sie jetzt, glaube ich, Shuli heißt sie, glaube ich. Die war für ihr Alter, hat die eine so gute Rolle abgeliefert. Das war schon unglaublich. Also da habe ich wirklich gedacht, Respekt. Mit 14 oder 13 Jahren, ich weiß nicht genau, wie alt sie ist. Aber die ist auf jeden Fall nicht so alt. Ja, das waren meine Top 5 der Filme 2010. Ich würde gerne eure wissen. Ich werde auch einen Link unten reinposten, wo ihr dann sehen könnt, welche Filme alle 2010 liefen. Da könnt ihr euch dann eure 5 raussuchen, eure 5 Lieblingsfilme. Und ich hoffe, ich kriege Antworten, denn das ist echt was, was mich interessiert. Ich bin großer Kinofan. Ja, ich hoffe, ihr antwortet. So, und währenddessen sind wir hier am Abhauen, am Abbauen der Steine im Raum. Ich muss das Ganze auch noch 6 hoch machen. Das heißt noch 3 höher, weil es schon 3 hoch ist. Mathe. Hör. Wunderbar. Chance. Oh, ich hab so derbe Lecks. Was soll denn das hier? Das ist ja untragbar, sowas. Sobald ich das hier fertig habe, werde ich das Ganze wieder upspeeden. Speed up! Ja! Da freut ihr euch sicherlich schon drauf auf die schöne Musik von Newgrounds. Zu der ich auf jeden Fall jedes Mal auch einen Link jetzt posten werde in der Beschreibung. Also da, wo ihr die Musik finden könnt. Ebenso werde ich, wie ihr vielleicht schon in den vorigen Videos gesehen habt, den Namen des Stücks und den Interpreten dazu schreiben ins Video. Ja, falls ihr, weil ich habe eine Anfrage, glaube ich, bekommen, wo gibt es das Lied? Und da, falls noch mehr wissen wollen, wo es die Lieder gibt, habe ich keine Lust, jedes einzelne Mal darauf zu antworten. Deswegen mache ich das einfach so. Ach ja, ich habe TNT mit. Wir könnten TNT ausprobieren. Was halt, ja, für eine Wand. Nein, dann sparen wir uns das TNT. Genau, ihr könnt mir auch Sachen schreiben, mit was ich mit dem TNT eben machen soll, was ihr gerne sehen würdet. Ich werde aber nicht mein Haus in die Luft jagen. Nein. Sehe ich nicht ein. Und wieso habe ich so wenig Frames? Die Folge wird beschissen, Mann. Beschissen. Kohle ist gut. TNT, was könnte man alles mit TNT bauen? Also jetzt, ich habe keine Millionen von TNT. Ich habe nur eins. Bis jetzt. Oh yeah, hoffentlich stoßen wir nicht auf Wasser, weil Kies deutet häufig Wasser an.
Oh, das leckt, Mann. Was soll das denn? Hast du heute Morgen nicht genug gefrühstückt, Computer, oder was? Heftig. Sobald ich Fraps resette, hat er ganz kurz 60 und dann wieder 20 und dann... Jetzt hast du 60, du Sau, ja? Interessant. So, jetzt machen wir noch schnell den, das Kies. Die Kiesel? Ich weiß es nicht. So, jetzt machen wir die Decke. Und für die Decke werde ich... Dann werde ich mir erstmal Spitzhacken besorgen. La 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 la. Mal sehen, wie viel habe ich denn noch? Eine. Eine ist mir zu wenig. Ja. So, hier rein. Hier haben wir unser Vorrat an Spitzhacken. Für die, die es noch nicht gesehen haben, Spitzhackenvorrat. Wundervoll. Ja, genug Eisen haben wir. Wir haben 64 Eisen und ein paar zerquetschte. So, vielleicht fragt ihr euch, warum ich so viele Steine brauche. Ganz einfach, um den Raum in die Form zu bringen, die der Raum braucht. Ein Schild habe ich noch übrig. Mensch, Mensch, ja, das Leder kann ich wegschmeißen. Wer braucht schon Leder, Mann? Leder ist überflüssig, Mann. Verstehst du, Alter? Gut. Sure, Digga, sure. So. Glashaus. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Sehr intelligent. Ach, wie ist der Abiturient nur intelligent? So. Dann würde ich sagen, Geschwindigkeit hoch! Thank you.
So, ihr habt die ganze Folge schwarz gesehen, während ich fröhlich Pedro den Minenarbeiter gespielt habe. Aber wie ihr seht, ist der Raum jetzt sehr hoch und auch sehr dunkel irgendwie, was nicht sehr gut ist. Also, der wird später noch heller, aber ich möchte gerne, dass er jetzt schon mal ein bisschen... Es ist nicht da oben ist ein Dungeon. That would be the worst. But there isn't. Great. Also, gut. Ja, die Kohle lasse ich erstmal da. Man sieht hier, wundervoll, alles voll mit Steinchen. So, und jetzt gehen wir ans Eingemachte. Jetzt legen wir den Grundriss für, die spätere Baumplantage. Keine Ahnung. Für das Gefäß quasi, wo die Bäume später reinkommen. Das Hochbauen werden wir in einer anderen Folge machen, würde ich sagen. Ja, das machen wir so. Gib mir Steine. Hier liegen noch so viele Steine. So, und dann kommen hier wieder neue hin. Zack. Ich weiß nicht, ob man sich schon vorstellen kann, wie das Ganze aussehen soll. Also ich habe da was im Kopf, ganz klar. Ihr wahrscheinlich nicht so. Noch nicht so. Hier muss auch noch eine hin. So. Mach dahin los. Danke. Ach, ist schon voll okay. So. Gut, das muss reichen. So, so, so. Und so. Das dürfte passen. Genauso wie hier. Passt perfekt. Sitzt, wackelt, hat Luft. Alles klar. Dann müssen wir hier wieder welche hinpacken. So. So dürfte das eigentlich gut sein. Das dürfte passen. Was wir jetzt als nächstes machen müssen, ist, wir müssen all diese Steine überall, wo keine Erde ist, müssen wir die Steine, Erde, Kohle, was auch immer da sein könnte, weghauen. So, da liegt Erde. Wunderbar. Nein! Jetzt habe ich den eher, das ist nicht so wild. Auch wenn das jetzt gerade so klang, als hätte ich mir ein Bein ausgerissen. Aber nein. Es ist nicht so schlimm. Ah, da liegt Erde. Hier liegt auch Erde. Dann machen wir hier weiter. Da liegt Erde. Erde, Erde, Erde. Gut, gut, gut. Schön, schön. Da auch noch. So, und jetzt müssen wir überall Erde reinlegen. Zack, zack. So. Erde hier rein, Erde da rein. Ich hab's heute aber auch mit dem Versprechern. Nein! Weg da. So. Mach Platz für den Baum, der demnächst auf dir wachsen wird, Erde. Ui, nur, ich musste aufstoßen, tut mir leid. Zack, zack, zack. Ach, hier, den habe ich vergessen. Sieh mal einer an. So, und das müssen wir jetzt im Grunde nur 6 hochbauen. Das heißt, bis zur Decke hoch. Dann würden wir hier die Bäume reinpflanzen und sie würden wachsen. Vor jedem müssen wir natürlich noch eine Fackel stellen. So, was wir jetzt machen werden, wir werden unten in unserer wundervollen Mine die Mine etwas ausbauen. Und ich weiß auch schon, was ich dazu tue. Was ich, nein, nicht was ich, doch, doch, eigentlich schon, was ich dazu tue. Aber was ich währenddessen mache. So, auf geht's. Pedro steigt hinab. Ich finde, er sieht doch ein bisschen aus wie ein Pedro, wenn wir mal so gucken. Pedro, der Minenarbeiter. So sieht er aus. Kann man, glaube ich, im Inventar etwas besser sehen. Da ist er. Pedro. Das ist Pedro. Nimm mal den Helm ab, Pedro. Da. Pedro. Das Pedro-Männchen. So, ich würde sagen, wir buddeln weiter geradeaus. Okay, und jetzt singen wir ein fröhliches Lied. Ich möchte, dass ihr alle mitsingt. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. Wir sind des Lebens froh. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. Ihr singt ja gar nicht mit. Ihr seid richtig doof. Wofür habt ihr mich eigentlich? Wofür guckt ihr euch dieses Video? Oh, dort. Doch, dort. Nein, Kiesel, nein. Ich weiß nicht, wie es heißt gerade. Hoffentlich stoßen wir mal auf was. Also ich meine, wir sind zwar jetzt noch nicht so weit vorgedrungen, aber ich würde trotzdem gerne auf etwas stoßen. Wie zum Beispiel Diamant. Würde mich sehr freuen. Diamant would be awesome. Aber gut, Eisen ist auch okay für den Anfang. Was soll ich tun? Zack.
ich glaube, die Baumfarm hat sich auch jemand gewünscht, wenn ich mich richtig erinnere. Denke ich, glaube ich zumindest, dass sie sich jemand gewünscht hat. Gut, aber die ist auch zu meinem Vorteil. Die ist recht praktisch eigentlich, denn man muss das Gestrüpp nicht mehr wegschlagen. Es können keine Monster mehr drunter spawnen. Also wenn man ganz viele Bäume pflanzt, dann können dementsprechend halt viele Monster drunter spawnen, weil es darunter halt dunkel ist. Insofern denn die Höhe 2 beträgt, in der sie spawnen. Aber ich würde sagen, wir rauchen diese Hacke jetzt noch auf und dann machen wir Schluss für heute. Denn ihr sollt ja nicht so lange vorm PC sitzen, sondern sollt mal rausgehen und das Wetter genießen, das sich in den letzten Tagen sehr verbessert hat. So. Auch wenn das jetzt gerade sehr fachmännisch klang, sehr moderatorenmäßig. Na, das dauert ja ewig, bis sie kaputt ist. Eigentlich dauert das noch gar nicht so lange. Mann, Mann, Mann. Unbelievable this shit, you know? Ja, no, ich weiß, ich bin gut hier, ich mache meinen Job gut, ich bin Petro der Minenarbeiter. Ich grabe diese Höhle den ganzen Tag und dafür kriege ich 30 Cent die Stunde. Aber damit kann ich meine Familie und meine Kinder gut ernähren. Da, 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 da. Mann, Mann, Mann. Ja, wir haben sie gleich geschafft, die gute Hacke. Ja, so. Die Spitzhacke ist weg. Das heißt, an dieser Stelle Schluss. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Bis dahin.